Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Sims 4. Er ist gerade aufgewacht und will auf Klo. Dann geh auf Klo. Wie sagst du schon wieder so mega Hunger? Nimm doch die Pizza. Kannst du nicht. Wieso kannst du die Pizza nicht essen? Habe ich die Pizza nicht da reingepackt? Hallo? Schokokuchen, weiße Torte, Grillkäse. Du sollst nicht kochen. Ich will, dass du Pizza isst. Öffnen. Hier ist Pizza. Ein Stück, nee. Und die Musik ist immer noch an. Okay, was noch? Duschen. Ja, Kelly hat schon zweimal gebadet. Und er noch kein einziges Mal. Kein Wunder, dass er stinkt. Schnell auf Klo und schnell Pizza essen. Wie spät ist es? 5 Uhr. Oh, wird doch langsam Zeit, dass man aufwacht. Ja, das sind die Hausaufgaben, die fertig sind. Fertig geschlafen, der kann auch gleich auf Klo gehen. Und was essen, oder erst was essen und dann auf Klo gehen. So. Na, schon wieder traurig, du Kackpenner. Ah, kein Wunder. Du bist ja auch ein Emo. Ich glaube, wir brauchen lieber eine Dusche, weil... Wieso machst du dir jetzt was... Oh. Okay, wenigstens ist wohl diesmal nicht vergammelt, was du da gekocht hast. Ups. Peinlich berührt. Peinlich berührt. Nee, Privatsphäre gestört. Ach Mann, ey. Wir brauchen echt eine Dusche, das geht schneller. Jetzt muss er auf Klo. Was macht er jetzt? Er geht schlafen? Bist du blöd? Du hast etwas gesehen, was du niemals sehen solltest. Na, dann geh schnell auf Klo. Und du gehst hier hin. Zuspruch am Spiel gegeben. Los, geh weg. Nein, du auch? Was willst du denn mit dem Teller da? Musst du kotzen? Achso. Jetzt geh endlich auf Toilette. Okay. Jetzt hast du nur gespült. Was ist los? War er schon tot? Also, hä? Ja, jetzt kannst du baden hier. Oder warte, nein, wir kaufen jetzt einfach eine Dusche. So, weg damit. Verkaufen. Badezimmer, da. Dusche. Postmodernes, irgendwas. Okay. So, du gehst jetzt. Blablabla. Okay. Duschen. So. Wieso geht das jetzt weg? Geld. Okay. Ja, ist gut. Hab das schon begriffen. Okay, unwohl. Komm, mach die Musik an. Alternativ. Und du. Was machst du denn jetzt schon wieder? Räum auf. Ach, du gehst. Oh oh. Heißt das, er muss zur Schule? Grundschule besuchen. Ups. Hör auf. Geh zur Schule, schnell. Aber ihm geht's wieder gut. Zum Erweitern klicken. Achso. Okay. Die sind jetzt weg und er ist allein zu Hause und ist peinlich berührt. Musst du nicht auch mal zur Arbeit irgendwann? Um 11 Uhr erst, okay. Dann kannst du ja aufhören zu lesen, analysieren. Okay, kannst du auch mal kurz machen. Aufräumen und dann schreiben, weiterschreiben. Der John im Baum. Okay, jetzt kannst du aufhören und dann weiterschreiben. Achso. Nee, schreiben, weiterschreiben. Doch, ja, war noch. Okay. Außerdem muss circa in einer Stunde bei der Arbeit sein. Das habe ich irgendwie übersehen beim letzten Mal. Also bei den anderen beiden. Ja, ist okay. Los, du schaffst das. Du schaffst das. Yeah, Levelaufstieg. Jetzt geht zur Arbeit. Jetzt geht zur Arbeit. Schnell. Ah, ich habe vergessen, die Musik auszumachen. Okay. Jetzt sind alle weg. Jetzt kommt einer wieder. Wer ist das? Okay, der ist bald zu Hause. Die ist richtig scheiße gelaunt. Man kann ihre
Ding jetzt gar nicht sehen, während sie weg sind. Ist ja doof. Ihre Launen und sowas. Faulenzen fleißig lernen. Ach, hier kann man auch sowas machen. Okay. Fleißig arbeiten und fleißig arbeiten. Hätte ich das früher gesehen. John ist für heute in der Schule fertig. Zufriedenstellende Leistung. Okay, mach Hausaufgaben. Schnell, bevor deine Laune wieder im Keller ist. Wo ist das? Inventar. Hausaufgaben machen. Okay, und du bist jetzt... Ah, gut. Ideale Stimme, konzentriert. Achso. Du bist ganz allein zu Hause. Hast du keine Angst, Junge? Ich glaube, du hast Hunger. Cerealien. Joghurt, Milch, Orangensaft. Friss Joghurt. Okay. Los! Wann bist du denn fertig? Steht das irgendwo? Nee. Karrierefortschritt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, Bestreben und Merkmale. Sims haben Bestreben, bla bla, Verlauf des Lebens zu bestimmen, bla bla. Stimmt, wo sieht man eigentlich ihr Alter und sowas? Oh, was ist mit dir? Oh, oh! Also du isst jetzt auch erstmal was. Kochen, Grill, Käse. Okay, Partygrüße, nein, Familiengrüße. Aber du willst auch Spaß. Und deswegen zockst du. Spiel spielen. Big Block spielen, Sim Forever spielen. Ja, okay. Braucht Vergnügen. Hast du deine Hausaufgaben fertig gemacht? Ja, hast du. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Kinderkanal schauen, in Welt platzieren. Nein, du sollst das gar nicht in Welt platzieren. Du solltest... Nee. Ach, du hast den Fernseher angemacht. Alter, ist das... Eine Gleichgesinnte, ein Kind. Hallo? Wieso kann ich dich nicht aussprechen? Schnell. Oh, was soll's. Räum auf. Nee, Joghurt essen. Ist dein Joghurt zu Ende. Und du hast auch ein bisschen Hunger noch. Und kannst du Fernsehen, Sportkanal, Romanze, Kinderkanal. Und du kannst zu Ende essen, dann auf Klo gehen noch, nachdem du gezockt hast. Lockere Unterhaltung. Okay. Also bisher ist Sims so recht wie Sims. Also halt typisch Sims irgendwie. Was auch gut ist. Oh, was ist... Du bist verspielt drauf, wie süß. Okay, was ist mit dir? Du willst schlafen, kannst doch aber was essen. Und vielleicht noch kurz auf Toilette und dann kannst du pennen. Oh, introvertiert. Ich glaube, das war an... Dingens gerichtet. Oh, er hat eine gute Leistung. 3 Stunden schreiben üben. Hat er bald erreicht und... Nee, wo war das? Da, düster? Nee, hä? Das ist wer anders gemacht. Der... Wer hat denn introvertiert gerade freigeschaltet? Ein Sim 24 Stunden keinerlei soziale Aktion ausführen lassen. Oh, ach so. Ist das sowas wie eine Errungenschaft? Upsi. Komm, geh auf Klo, du Suchti. Sims Forever spielen? Wieso kriegt sie eigentlich so einen Ball? Es gehen alle pissen, weiß ich nicht, obwohl sie ganz dringend muss. Jetzt räumt sie auch noch auf. Schnell. Oh, sie ist wieder glücklich. Du bist verspielt. Okay, du hast noch Hunger eventuell. Dann kannst du auch gleich was essen, wenn du voll gequatscht wurdest. Los, rede mit ihm.
Über Weltfrieden. Hör auf damit. Du sollst mit ihm über Weltfrieden reden. Dann rede du halt über Welt... Nein, das geht gar nicht. Wieso kann er nichts machen? Geh schlafen, weißt du. Oh, das ist das falsche Bett. Das falsche Bett. Okay. Nee, warte, du solltest noch was essen. Oder? Nee. Ja, doch. Doch, 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 doch. Iss was. Ein Gericht nehmen und schlafen. Du schläfst jetzt auch. Okay. Zack, in den Kühlschrank. Der Teller ist weg. Der Teller ist weg. Ja. Das freut mich. Das ist so eine schlimme Sache. So ein Teller. Ab in den Müll und ab in den Müll. Geht nicht, Mist. So. Ab in den Schrank. So. Ich glaube, er muss nicht arbeiten morgen. Ja. Der kann dann schreiben und aufräumen und sowas. Du musst arbeiten und du natürlich zur Schule. Oh, sie stinkt schon wieder. Wieso ist sie so dreckig, ey? Dampfende Dusche. Nachdenklich duschen. Erfrischende Dusche. Geschirrspiel. Kannst du auch machen. Wieso duscht sie dann zuerst, obwohl er Geschirrspülen steht? Weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Achso, und ich sollte mal darauf achten, was sie so machen will. Schelmisch sein, freundlich zu Rosti sein und Liegestütze machen. Na, mach Liegestütze. Liegestütze. Yeah. Okay, jetzt kann er schauen. Nachrichten schauen. So, du. Oder du? Du gehst auf jeden Fall erst auf Klo. Was? Okay. Du könntest dann auch erstmal Nachrichten gucken. Schon gut. Schon okay so. Und dann kochen für... Nee, ich hab's in den Kühlschrank gepackt wieder, ne? Das heißt, es gibt noch was zu essen, was aber nicht so gut schmeckt, weil es nach Kühlschrank schmecken wird. Öffnen. Neu. Grillkäse. Oh. Habe ich gar nicht gegessen. Oh, gut. Aber erst will er auf Toilette. Aber das habe ich ja angegeben. So. Ich glaube, du willst mal mit Leuten reden, oder? Ja, komm. Guck einfach mit. Reden die? Wieso kriegt er kein Sozial? Das wird sogar weniger. Doch. Ah, oh, okay. Sehr viel. Okay. Wie spät ist es? 5 Uhr. Okay. Wird gerade hell. So. Du hast Hunger. Aber egal. Kannst ja gleich essen. Was heißt eigentlich freundlich zu jemandem sein? Ach, du holst dir schon was. Okay. Eigentlich mache ich also sonst immer freier Wille aus. Aber... Wer macht denn immer die Kacke an hier? Oh Gott, der weint hier. Er heult sich aus, der Spacko. Der Arme. Los. Räum auf. Okay. Danach geht's dir bestimmt besser. Oder du spielst mit ihm. So, gleich musst du zwar zur Schule, aber egal. Dafür hast du noch Zeit. Und du kannst auf Klo. Schon wieder. Wir müssen irgendwie ständig auf Klo. Trottel. Wieso rennt er denn da rein, du Spaß? Du pennst jetzt. Ah, ne, du pennst nicht. Beschämt. Du bist auf der Arbeit, du gehst jetzt zur Schule. Ganz traurig und scheiße. Und du schläfst jetzt erstmal. Ja, klar. Ich glaube, du musst auf Klo. Hier, geh auf Klo. Und ihr macht
fleißig lernen und fleißig arbeiten. Vor Kollegen verstecken. Nein. Stimmt, du kannst schreiben. Du musst schreiben, 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 schreiben. Weiterschreiben. Ich glaube, das macht er zwar schon, aber... Ausmachen. Danke. Nee, ist immer noch an. Hat die Schelmfähigkeit erworben. Jetzt spielt er mit dem Kack. Ach, er hat ein Buch zu Ende geschrieben. Okay, ich bin gerade voll verwirrt. Gerade. Du kannst auch duschen gehen mal. Popcorn. Nein. Okay, um 11. Ah ne, heute muss er ja gar nicht arbeiten, habe ich vergessen. Tiger halten keine Schläfchen. Aber wisst ihr was? Tiger halten Schläfchen. Das andere Buch ist eine Lüge. Das ist sein Kinderbuch. Okay. Aufräumen. Kannst du noch öffnen? Ist da noch was drin? Ja. Ein Stück nehmen. Was ist das? Ach, er hat schon gleich das Buch im Inventar, was er geschrieben hat. Okay. Aber das kann er ja gleich eigentlich in den Schrank packen und dann kann das vielleicht mal John lesen. Er ist ein Kinderschatz-Sim. Werden nie richtig erwachsen, verlieren nie ihre Vorliebe für Spielsachen in der Nähe von Kindern. Okay, Levelaufstieg. Chaot, Gülla, Blabla, Kindersch. Hat er das gerade neu bekommen? Oh Gott. Ein John ist aufgetaucht. Du hast Hunger, also frisst jetzt Joghurt schon wieder und kannst dann das Buch lesen. Nee, du musst Hausaufgaben machen, Junge. Tja. Von Schule gestresst, zu viel lernen, bla bla bla. Ach, der Arme. Er will duschen. Na, dann gehst du auch duschen. Über Schultag reden. Kann er auch machen. Kannst du auch mal weg. Danke. So. Duschst du erstmal. Beeil dich. Los, beeil dich. Danke. Jetzt räumt er auf. Okay. Er hat Geld bekommen. Achso, vom Geld. Oh, vom Geld, ja. Du kochst jetzt erstmal so. Weiße Torte. Rührei. Familiengrüße. Los, koch. Langweilige Arbeit. Was wollte ich? Ich wollte mich mal ein bisschen um die Bedürfnisse hier kümmern. Du gehst noch duschen gleich, okay, nachdem du deine Hausaufgaben fertig hast. Die hast du jetzt in 2 Sekunden. So. Über Schule reden kann er dann auch machen. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Was kriegen die dafür? Wahrscheinlich nur bessere Laune oder so. Oh Gott, du willst schlafen. Na dann schlaf. Schlaf. So, das hat er bekommen. Witz erzählen, kannst du auch machen. Witz erzählen, Hühnerwitz erzählen. Und Freund mit Erik werden. Du hast ja dein Handy, plaudern mit. Nein, ich will mit Erik reden. Nein. Wie wär's mit chatten? Geht das? Nur Eva Weber ist irgendwie online. Oder was? Was soll's? Du räumst jetzt bitte auf und... Oh, der kann einen Namen kriegen. Du redest einfach weiter, er sitzt schon längst am PC, hört dir nicht zu. Räum auf, du Spackung.
auf, mit ihm zu reden. So. Jetzt kannst du schlafen gehen. Und das kann ausgehen und dir geht's behindert. Okay. Los, geh auf Klo. Das kann weg. Und spül am besten auch noch. Und ihm gibst du einen Namen. Stampy. Was ist das denn? So ein... Stampy. So. Jelly. Hallo Jelly. Okay. Du gehst auf Klo. Und dann spielst du mit Jelly. Was kriegst du dadurch? Jemand kennenlernen. So, ich dachte, er hat jetzt jemanden kennengelernt durch Jelly. Alter, das geht so nicht. Fernseher an und alles. Du sollst mit Jelly spielen und nicht alles anmachen, was elektronisch ist. Oh Gott, die macht sich gleich im Bett in die Hosen. Dann kann sie auch gleich duschen und essen. Nein, nicht in die Welt platzieren. Ist das ein leerer Teller gewesen schon wieder? Essen servieren, Grillkäse, Grillkäse. So, du hast jetzt deinen Balken gleich voll und was passiert dann? Level 2 der Kreativität erreicht. Durch Spielen? Okay. Wann sind Sim Energie geladen? Weil dann... Ja, geh mal schlafen, so. Obwohl, nee, du hast Hunger. Dann geh doch erstmal was essen. Verdorbenes Essen aussortieren. Schnelle Mahlzeit, Chips und dann kannst du schlafen. Pfiou. Okay. Du Sklave. Na, jetzt isst du keine Chips. Was ist los? Na dann keine Chips. Ja, aber der Part ist jetzt mal vorbei. Ich vergesse, man vergisst einfach die Zeit, weil hier einfach, was weiß ich, irgendwie... Ich weiß nicht, man ist einfach so vertieft in dieses Spiel und man vergisst einfach alles drumherum. Also, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr Lust habt. Und hoffentlich geht's dir dann wieder besser. Bis dann und tschüss, Leute.